Hallo ihr Lieben! Ja, ich habe es ja in einem der letzten Videos schon erwähnt, dass ich euch bald mitnehmen werde, wenn ich meine Extensions rausmache. Und heute ist der Tag gekommen, die langen Zotteln müssen raus. Sie sind unten leider sehr, sehr splissig. Ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich hier nicht so gut erkennen. Und die Bondings, nee, nicht Bondings, ich habe ja Tapes. Die Tapes sind sehr weit rausgewachsen jetzt schon. Die drehen sich dann immer so und stehen aus den Haaren raus. Sieht echt in Natura nicht mehr schön aus. Deswegen habe ich jetzt eine gute Möglichkeit für mich gefunden, das selber zu erledigen. Und das möchte ich euch natürlich gerne zeigen, wie das geht. Das funktioniert übrigens auch bei Bondings, aber dazu gleich mehr. Wir starten einfach mal mit dem Projekt Extensions raus. Und damit dieses Projekt erfolgreich wird, braucht ihr für das Entfernen der Extensions einen Bonding- und Tape-Löser. Da habe ich hier diesen von Fidencia, verlinke ich euch aber in der Infobox. Und zusätzlich braucht ihr noch einen ganz herkömmlichen Kamm, um dann die Haare, die nicht ausfallen konnten in der Zeit, rauszulösen. Und wenn ihr keine Tapes drin habt, sondern Bondings, braucht ihr zusätzlich noch so eine Zange, um die Bondings so anzuknacken und dann abzulösen. Okay, beginnen wir endlich. Ihr tragt auf eure Tapes den Tape-Löser ganz satt auf und massiert das so ein bisschen ein, dass das wirklich überall hinkommt. Und lasst das Ganze dann am besten ja, so 5 bis 10 Minuten auf jeden Fall einwirken. Weil dann lassen sich die Tapes wirklich super easy rausziehen, wie ihr hier seht. Und dann geht ihr mit dem Kamm her und kämmt halt die Haare, die nicht ausfallen konnten in der Zeit, einfach damit raus. Nicht erschrecken, das ist ganz normal. Also das sind jetzt nicht Haare, die von dem Lösungsmittel irgendwie rausgehen, sondern die, die einfach in der Zeit normalerweise sowieso ausgefallen wären. So, ich bin fertig mit meinem Werk. Genau, hat ein bisschen gedauert, ein bisschen länger als im Salon, aber 50 Euro gespart, beziehungsweise etwas weniger, weil das Zeug selber hat ja um die 12 Euro gekostet. Aber ist ja schon mal ein Unterschied, ob man jetzt 12, 13 Euro oder 50 zahlt, ne? So, das sind jetzt meine Naturhaare. So dünn und kurz sind die, aber man muss halt auch bedenken, dass wenn man Extensions bekommt, dann dünnen die unten auch immer so ein bisschen aus, damit die Kante nicht so hart ist. Also der Verlauf zwischen den normalen Haaren und den Extensions. Also deswegen sind die hier auch so extrem dünn. Aber ich möchte jetzt gerne den Haaren auch so ein bisschen extra Pflege geben und Stärke, weil die ja schon jetzt echt strapaziert wurden durch die Aktion gerade. Und deswegen habe ich euch eh versprochen, werde ich jetzt mal testen das neue Olaplex, nämlich die Nummer 0. Das ist ein intensives Bondbuilding Hair Treatment, was man kombiniert mit der Nummer 3, diesem Bondbuilder. Und wenn man sich hier so ein Set kauft, dann ist einmal die Nummer 0 drin und auch so ein kleines Sample von der Nummer 3. Weil man erst die Nummer 0 drauf macht und dann die Nummer 3. Dann machen wir das mal. Super flüssig, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und es ist richtig, dass man das in die trockenen Haare aufträgt, was ich immer sehr, sehr komisch finde. Aber wenn es hilft, ne? So, 10 Minuten sind rum. Ich habe jetzt in der Zeit noch eine Gesichtsmaske aufgelegt. Und jetzt, genau, kommen wir von dem Nummer 0 Olaplex zum Nummer 3. Wovon man jetzt aber nicht ausgehen darf, ist, dass die Haare davon, wer weiß wie weich werden. Das ist nicht, was Olaplex macht. Es ist etwas, was stärkt, ja. Also eher eine Aufbaukur. So, ihr Lieben, das ist das Ergebnis, nachdem jetzt die Packung raus ist und so weiter. Das sind meine Naturhaare, meine Naturlänge. Ich stehe mal kurz ein bisschen auf. So lang sind die jetzt. Ich würde natürlich jetzt super gerne zum Friseur gehen, ja. Aber Friseure sind wieder im Lockdown und deswegen mache ich es vermutlich selber, die abzuschneiden. Ich hätte die halt gerne wieder in so einem Longbob. Ich weiß noch nicht, ob ich mich traue oder ob ich bis nach dem Lockdown warte. Ihr werdet es gleich erfahren. So, wie ihr euch vorstellen könnt, kann ich natürlich nicht warten mit meinem Vorhaben, die Haare zu kürzen, bis die Friseure wieder aufhaben. Deswegen habe ich mir jetzt ein paar Tutorials angeguckt und
drückt mir bitte die Daumen, dass das gut geht. Es wird nicht perfekt, natürlich nicht. Ich bin keine Friseurin, ich kann sowas eigentlich nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht, also ich traue es mich auf jeden Fall. Deswegen werde ich das jetzt einfach angehen. Und ja, die alten, ausgefransten Zotteln abschneiden. So, erstmal habe ich die jetzt nass gemacht, zumindest die Enden. Ja, damit man die einfach besser schneiden kann. Dann nehme ich meine Schere von Jaguar. Das ist eine sehr gute Schere, die habe ich aber auch schon seit Jahr und Tag. Und werde mir jetzt überlegen, wie lang meine Haare ungefähr maximal sein sollen. Hier soll der längste Punkt so sein. Oh Gott, jetzt habe ich doch ein bisschen Angst. Aber jetzt fühlt es sich schon so an, als gäbe es kein Zurück mehr. So, ich mache erstmal so. Scheiße. Okay, aber das ist glaube ich, okay. Tja, wie macht man das jetzt mit dem Rest? Schade, dass ich nie irgendwie Friseurhandwerk gelernt habe. Boah, gefällt mir schon viel besser. Jetzt schon. Weil es einfach wieder mehr nach Frisur dann aussieht, ne? Ich hätte halt gern so einen ganz leichten Verlauf von hier nach da. Und ich glaube, das ist sogar schon, habe ich sogar schon so erreicht. Muss ich gucken, diese beiden vergleichen. So, ungefähr. Und dann muss ich gleich mal checken, wie es dann von hinten aussieht, ob es jetzt total schief ist. Was sein kann. Wir schauen mal. Ja. Das ist nicht wirklich gerade. Aber da kann ich ja mal meine eigene Methode jetzt anwenden, meine eigene Spitzenschneiden-Methode. Ich weiß nicht, ob ihr das Video noch kennt, das ist 100.000 Jahre alt. Da nimmt man, also ich verlinke euch das natürlich auch jetzt hier im Video, aber ich zeige euch auch nochmal die Methode. Dann mache ich hinten das Haargummi rein und dann ziehe ich das so runter bis fast zum Ende. Und dann habe ich hier vorne alle quasi auf einer Länge. Dann kann ich die noch ein bisschen abschneiden. Wenn man sich das so anschaut, habe ich doch schon ganz schön Haare gelassen. Ne? Also das sind schon einige Zentimeter. So ist jetzt der Zwischenstand. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Natürlich müsste da jetzt eigentlich ein Friseur noch mal dran und alles richtig schneiden, aber für meinen Lockdown-Schnitt ist das eigentlich ganz okay. Und ja, weil das noch nicht Risiko genug war, kommt jetzt noch das hier. Ich habe Bock auf ein bisschen Aufhellen unten. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich habe hier dieses Colorista Ombre Set und schauen wir mal, was das so gibt. Heute bin ich echt auf Risiko. Ihr merkt das schon. Aber ich glaube, das wird ganz gut. So, jetzt warte ich 45 Minuten und dann können wir alle sehr gespannt sein auf das Ergebnis. Okay, wieder zurück hier am Schminktisch. Seid ihr bereit? Und tada! Das ist das Ergebnis meines eigenen Lockdown-Schnitts und Farbe. Ich glaube, die Farbe sieht man jetzt gar nicht so doll hier auf Kamera. Versucht das mal euch zu demonstrieren. So, wenn ich so dran halte, seht ihr aber, es ist wirklich um einige Nuancen heller geworden. Ja, und so im Verlauf fällt es gar nicht so krass auf. Aber ich finde es, also
dafür, dass ich das selber gemacht habe, echt in Ordnung. So sieht das Ganze übrigens jetzt von hinten aus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt im Bild bin oder nicht, aber ich glaube, es ist relativ gerade geworden. So schaut das Ganze dann aus mit so ein paar Wellen drin. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen einfach mit dem Glätteisen rumprobiert. Ja, sieht auch sehr modern und schön aus, finde ich. Also ich bin wirklich rundum zufrieden. Und schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr während des Lockdowns jetzt auch schon selber Hand angelegt habt an eure Haare. Das würde mich nämlich wirklich interessieren, ob ihr einfach wartet und so geduldig seid oder ob ihr dann eher so seid wie ich, dass ihr es nicht aushalten könnt und dann selber versucht, dem nahe zu kommen, was ihr beim Friseur kriegen würdet. Alle Produkte, die ich gezeigt habe, von dem Tape Extensions Entferner, über das Olaplex, die Haarfarbe und die Haarschere findet ihr natürlich alles verlinkt in der Infobox. Wenn euch solche Videos mit so Eigenversuchen gefallen, dann gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, dann weiß ich da Bescheid. Lasst mir sehr, sehr gerne hier auf YouTube und auf Instagram unter @katisfeines ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.